Alter, was geht ab, Leute? Oh mein Gott, wir flackern. Tut mir leid, ich weiß echt nicht, wieso wir immer flackern. Falls irgendeiner eine Lösung kennt, kann es mir gerne sagen. Auf jeden Fall reagieren wir heute mal wieder auf ein Video. Dieses Wochenende war ja das Rigi-Event mit dem Ticket, mit den Rigi-Gigas. Check das Video von mir ab. Ich war unterwegs, ich habe mir gegönnt. War ein guter Tag und ich habe auch nochmal eine Meinung, ein Feedback, ein Real Talk zum Ticket und zum Event gegeben. Das könnt ihr auch gerne abchecken. Und ich hoffe, das Flackern nervt nicht zu sehr. Auf jeden Fall habe ich von diesem Kollegen hier gehört. Grüße gehen raus an MB Presents. Der Kollege hat 100 Raids, 100 Regi-Raids gemacht und kein Shiny bekommen. Ich habe ein paar mehr bekommen und ein paar weniger Raids gemacht. Wie gesagt, checkt das Video ab. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Und schaut bei dem Kollegen vorbei. Alter, das ist echt leid, Mann. Normalerweise ist die Shiny Chance bei einem legendären Raid 1 zu 19. Man hat gemunkelt, dass der erhöht war. Oder die Regis erhöht waren. Waren ja mehrere. Und Spoiler, ich habe direkt bei meinem allerersten Raid ein Shiny registriert bekommen. Und der Kollege hat einfach 100 gemacht und keinen bekommen. Ich weiß immer noch nicht, ob sie erhöht waren. Wenn ich mir meine Quote anschaue, dann schon. Aber man hört auch viele Berichte von Leuten, die weniger oder gar keine bekommen haben. Und eine schlechte Quote haben. Weil ich kann es mit Kyogre oder so vergleichen. Da habe ich auch weit über 100 gemacht. Ohne Shiny. Also gesamt habe ich 200-300 gemacht. Aber ich meine, seitdem es ihn in Shiny gibt, weil das erste Mal, wo er kam, habe ich ja auch schon viele gemacht. Und Lugia habe ich nie in Shiny bekommen. Ho-Oh habe ich nie in Shiny bekommen. Alles ertauscht. Zapdos habe ich kein Shiny bekommen. Laudos habe ich kein Shiny bekommen. Ertauscht. Latios hatte ich zum Beispiel 60 plus. Kein Shiny bekommen, dann habe ich aufgegeben. Grodan hatte ich lange Zeit kein Shiny. Dann irgendwann das dritte Mal, wo er da war, habe ich dann endlich ein Shiny bekommen. Also ich kenne die Leiden eines Nicht-Shiny-Bekommens. Aber naja, schauen wir uns mal sein Video an. Normalerweise würde ich heute kein Video mehr hochladen, aber es ist eine Sache passiert und ihr habt wahrscheinlich schon im Titel gesehen, über die möchte ich sprechen, weil Ja. jetzt findet auch bei mir so langsam so ein Umdenken statt, weil ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich bin immer noch total fassungslos. Um es kurz zu sagen, ich habe 100 Raids gemacht in der Hoffnung. Erstmal Respekt an die Menge, oder? Das ist schon sehr ordentlich. Ich frage mich echt, was für eine Statistik der Kerl hat. Legendary Raids und so, EP und sowas. Weil ich kenne den Kollegen jetzt nicht wirklich. Die Shinies zu bekommen von den Regis und ich habe sage und schreibe null. Nicht ein einziges Shiny aus 100 verdammten, beschissenen, Wow. verkackten, hässlichen Raids gehalten. Und das nervt mich richtig gerade an. Ich weiß, bei Pokémon Go kann so eine Pechsträhne passieren, aber ich glaube gerade bei den Raids an sowas nicht. Ich habe es mal eingetragen. Es gibt ja Pokémon Shiny Chance Calculator. Und da ist die Chance, dass sowas passiert, 0,59%. Alles klar. 0,59%. Und jetzt habe ich Ja. gerade hier das Pech. Und bei mir ist es so oder was. Ja. Das können die vergessen. Ich sage euch, da haut vorne hinten was nicht hin. Gerade heute. Oh Mann. Persönliche Geschichte. Ich habe mal Poker früher gespielt, okay? Und jeder, der Poker kennt, der weiß, was weiß ich, zum Beispiel Asse gegen ein kleineres Pärchen, sagen wir Damen oder so. 82% zu 18% oder so Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnen oder sowas. Oder Könige gegen Asskönig oder solche Sachen. Und wenn man eine Pechsträhne hat, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft du mit der Hand, die gewinnen sollte, mathematisch, statistisch gesehen, wie oft hintereinander du verlieren kannst und wie oft du im Durchschnitt dann verlierst. Da kann sich die Kurve einfach drehen und du hast 20% Gewinnwahrscheinlichkeit mit deinen Assen Preflop. Was halt, du denkst dir einfach, die Welt ist gegen dich, das ist nicht normal, das geht einfach nicht. Und das ist das Harte an Poker. Diese Momente werden kommen, diese Momente kommen sogar sehr, sehr oft. Okay, sehr, sehr oft ist übertrieben, aber hin und wieder. Das ist halt ein Downswing und im Poker gibt es halt Geld und du musst halt darauf achten, dass du während dieser Downphase nicht dein ganzes Geld verlierst und dann musst du darauf achten, dass du emotional nicht so aufgewühlt wirst und Tilt gehst und da dann alles verschleuderst. Gutes Bankroll Management und so und dann irgendwann ist die Zeit auch wieder vorbei. Aber aus meiner Erfahrung eben kann ich sagen, das passiert. Passiert. Aber hören wir uns mal weiter seine Story an.
haben wir sogar auch schon Gruppen in den WhatsApp-Nachrichten reingeschrieben, ob schon jemand einen Shiny hatte, weil die auch über 100 Raids gemacht haben. Ich sag euch, da haut irgendwas nicht hin. Was ist das für eine klasse Gruppe, die auch hunderte von Raids gemacht hat? Alter, wo lebt der Kerl? Er macht hunderte von Raids, seine WhatsApp-Gruppe macht hunderte von Raids. Wir haben entweder die Shiny-Chancen gedrosselt, oder ich habe wirklich einfach verdammt viel Pech. Aber das halte ich für so unwahrscheinlich, dass ich hier einfach ein Video machen muss. Weil das kotzt mich richtig an. Denn der Unterschied ist ja, also ich gehe ja gerne raus, ich nehme ja auch diese Shiny-Chancen in Kauf. Ich weiß, sowas kann einen frustrieren, aber, und das ist jetzt der dicke Unterschied, wenn du Feldforschungen machst, oder du gehst raus Pokémon jagen, das kostet einfach mal kein Geld. Das kostet einfach nur, Real Talk, dass du dich hochbewegst, deinen Arsch nach draußen begibst und dann ist es dir freigestellt, ob du Stunden oder Minuten draußen rumfahren möchtest für ein Pokémon in Shiny. Und da kann ich mit dieser Glücksvariante natürlich leben. Da hat man eben manchmal Pech und kriegt so 2000 Pokémon und kriegt einfach keins und dann hast du eben mal so zwei, drei dran. Das ist völlig okay, weil das kostet nichts, das ist umsonst. Aber das sind Raids, Leute. Das kostet Geld. 100 Raids, wenn man jetzt die Raid-Pässe so kaufen würde, da sind das 100 Euro umgerechnet. Maschallah. Natürlich kaufe ich mir nicht die für 100 Pokécoins. Natürlich warte ich ab, bis da bestimmte Boxen da sind. Oder wenn ich mal Geld investiere, wird es ein Huni. Und dann kriegst du gleich 14.000 Coins. Also so umgerechnet bist du bei 50 bis 60 Cent pro Raid. Das sind aber immer noch verdammte 50 Euro, die ich einfach so in den Sand gesetzt habe. Für null Spielspaß. Denn ich jetzt mit raus fahre von Raid zu Raid. Also bis hier stimme ich ihm vollkommen zu. Hat er recht, auf jeden Fall. Und ich kenne die Frustration, wie gesagt, Kyogre, mein Herzfeind. Zum Glück habe ich ihn dann getauscht, Grüße gehen raus an Onkel Olli. Und es kam einfach ein Lucky 100er Shiny raus. Und das ist auch mein einziger Shiny bisher. Aber zu sagen, du hattest keinen einzigen Spielspaß, das ist schon ein Problem, weil wenn du es nur machst für die Shinies, dann ist schon... Dann ist es auf jeden Fall leiden und vielleicht nicht das Richtige, weil es gibt noch so viel mehr. Klar, es gibt EP, es gibt Arena-Punkte, es gibt die 100er-Jagd oder gute IV-Jagd, Bonbons, Sonderbonbons, TMs. Habe ich schon Arena-Punkte gesagt? Habe ich, aber die sind so wichtig, das sage ich lieber nochmal. Und natürlich der Spaß mit der Gruppe, mit den Leuten, mit denen man unterwegs ist, mit denen man abhängt. Wenn du sagst, du hattest keinen Spielspaß, nur weil du keinen Shiny bekommen hast, dann muss ich sagen, war die Raid-Tour irgendwie falsch. Aber ich spüre auf jeden Fall deine Leiden, ich verstehe auf jeden Fall, dass das ein großer, großer Faktor ist. Und klar, wenn man viele Shinies bekommt, dann läuft es, dann hat man Spaß. Aber man sollte auch Spaß haben ohne ein Shiny. Also das ist zumindest mein Gedanke. Ich hoffe, euch auch und ich hoffe, ihr habt auch so Spaß. Aber verständlich, also natürlich hätte man gerne Shiny und das ist ein großer Teil der Erfahrung. Werdet von Raid zu Raid immer angefressener, weil da dieses Shiny nicht kommt. Und das muss man sich einfach mal reinziehen. Und das kann einfach nicht sein. Also das kann nicht sein. Und das möchte ich euch mal zeigen. Ich spiele ja, ich habe ja hier mit zwei Accounts natürlich wieder gespielt, von Fertig Raid. Ach so. Und ich zeige euch das. Das ist natürlich ein bisschen Clickbait. Das sind ja dann 2x50 und nicht 100 auf einem Account. Aber der zweite Account muss ja auch Pässe ausgeben. Also bleiben die Leiden schon gleich. Ja, so nicht, dass ihr denkt, ich laber irgendwas und dann stimmt das nicht. Das sind jetzt meine 53 Regis. Ja. Wir zählen es mal durch. Das ist sortiert nach Funddatum. Ihr seht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hat 13, hat er gar keine Regi-Rocks gemacht? 16, ah, okay, da. 17. So, der zählt, glaube ich, nicht mit dazu. Was für 17, Mann? Der ist vom 2.11. So, das sind genau 17 Raids. Den gab es natürlich in der Feldforschung, also ein Abziehen. 17 mal 3 sind 51, minus 1 sind 50. Ja. Ich bin bei einem Raid, bin ich aber auch selber geflüchtet, weil ich sonst den anderen Raid nicht geschafft hätte. Also so gesehen sind es 51 Raids und hier 0, nichts. Da ist kein Shiny mehr dabei, nichts. Das ist bei 50 ist das okay, das kann natürlich passieren. Ja. Ich gehe auch nochmal hier auf den Pokédex. Weil natürlich habe ich auch den Eintrag dementsprechend nicht. Da muss ich nochmal gucken, wo die Regis auch zu finden waren. Waren, glaube ich, hier. Oh, kamen die aus Johto? Das weiß ich gar nicht. Wenn wir gleich sehen. Nee, da waren die Hunde gewesen. Dann müssen die hier irgendwo versteckt sein.
Mal gucken, ob wir das hier irgendwo einsehen können. Perfekt. So, ja, hier ist kein Shiny. Gesehen, gefangen. Glücks 0. Gesehen, gefangen. 25. Gesehen, gefangen. 25. So sieht's auf dem einen aus. Dann zeige ich euch natürlich auch das Ganze auf dem anderen, weil das war ja nur die Hälfte. Sieht genau das gleiche. Regis sortiert nach Funddatum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Was zählt denn da? So, und das ist ja schon fast unwitzig. Das war der allererste Raid. Das heißt, gesamt betrachtet habe ich 102 Raids gemacht und Nummer 1 war ein Shiny. Das ist ein Witz, Alter. Das ist ein richtiger Verarsch. Das ist so eine Verarschung. Ja, ich höre es, meine Stimme ist immer noch nicht. Aber hey, immerhin hast du einen. Aber ich hatte auch beim ersten einen. Ganz klar. Schon. Und dann kam lange nichts. Ich auch manchmal, wenn ich so eine rohen Töne anschlage. Und das kann nicht sein. Also, das ist echt ein Hammer. Also 100 Raids in Folge bei einer Chance von 1 zu 20 ohne ein Shiny. Moment. Ich schau mal kurz durch, ob er einen guten hat. In Folge bei einer Chance von 1 zu 20 ohne ein Shiny. Das ist ernüchternd. Nee, gute sind auch nicht dabei. Echt leidende Ausbeute. Das ist echt leidend bei dem Kollegen. Es macht jetzt für mich wirklich keinen Sinn mehr, weil Niantic gestaltet das ja nicht transparent genug. Ich weiß nicht, wo die Hebel haben. Vielleicht sehen die. Ich meine, jetzt kommen natürlich die wildesten Theorien in meinen Kopf. Theorien beste. Woran liegt das? Weil ich glaube überhaupt nicht daran, dass es wirklich hier nur am Pech lag. Das könnt ihr vergessen. Nie im Leben. Nie im Leben habe ich jetzt hier die Chance bei 0,5. Also alles klar, das glaube ich niemals. Und da denke ich mir eher, vielleicht sehen die, okay, der Typ ist bereit, mehr zu zahlen. Der macht die Raids. Boah, ist der dumm. Schrauben wir bei ihm die Shiny-Chance runter. Und das Ding ist, keiner weiß, ob das Niantic kann. Das doch, Niantic kann das, Mann. Man weiß es einfach nicht. Niantic kann das. Wir gehen alle davon aus, Niantic hat nur eine Hebel, die legen so rum und jeder hat die gleiche Chance. Nein. Aber was ist, wenn es dann doch anders ist? Ja. Ja, das sind so die kranken Fantasien, die man hat. Niantic kann das auf jeden Fall und jeder, der das nicht glaubt, der ist einfach naiv. Ihr kennt meine Meinung, nicht in seine Richtung, weil er sagt, dass welche gedrosselt werden. Ich sag immer, es gibt Leute, die geboostet werden. Die kriegen dann Shinies, um am Ball zu bleiben. Stellt euch mal vor, das würde in irgendeinem Casual passieren, irgendeinem 0815 Durchschnittsspieler. Der wäre direkt weg vom Spiel. Wie zum Beispiel, ich nehme mal Dimi mal als Beispiel, weil ich will niemanden angreifen oder so. Dimi macht ein paar Raids. Er ist sich sicher, dass er einen Shiny bekommt, weil bisher hat er immer einen bekommen. Er macht 3-4 Raids, Raidstunde, 3-4 Raids, direkt Shiny bekommen. Suikun Raidstunde, 3-4 Raids, Shiny bekommen. Und würde er diese Shiny nicht bekommen, würde er gar keine Raids mehr machen, dann würde er das weg damit. Weg vom Spiel wäre er dann. Aber es gibt Spieler, die wären weg vom Spiel, würden sie nicht leicht und einfach und schnell ihre Shinies bekommen. Also ich kann seinen Frust auf jeden Fall verstehen. Und seine Theorie. Verschwörungstheorie. Aber dazu kann jeder seine eigene Meinung haben, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass dir das passiert. Sonst wäre die Chance ja null. Aber die Chance ist nicht null. Dementsprechend kann es passieren. Wenn einem sowas erwischt, und das muss ich einfach hier an der Stelle mal loswerden, weil für mich ist das Event jetzt vorbei. Und ich sage euch auch für die Zukunft, ich bin jetzt natürlich nicht mehr bereit, Niantic zu unterstützen mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Käufen von Events oder sowas oder Tickets. Weil jetzt das Ding ist, hätte ich mir auch sparen können. Ich habe es nur gemacht, wirklich, weil ich wusste, ich bekomme da einen gratis Raid Pass. Und ich hätte es sowieso ausgegeben. Und beim nächsten Mal würde ich diese 98 für das Event-Ticket zum Beispiel auch nicht mehr ausgeben, weil ich mir einfach denke, wozu? Wozu das ausgeben? Weil anscheinend kriegst du ja sowieso nicht. Tja, das sind meine letzten Worte und damit gehe ich völlig angefressen in den Abend und Pokémon Go kann mich erstmal. Das sind so meine Eindrücke. Ich hoffe, ihr hattet da mehr Glück. Ein bisschen, ja. Also ich lasse das kontrollieren. Ich schreibe natürlich in die erste Karte, soll es prüfen. Vielleicht gab es einmal Ausfälle. Ja, aber 100 Versuche. Das ist. Ja. Man hört und spürt auf jeden Fall seine Leiden. Ich denke, es spricht eine Menge Frust aus ihm heraus. Und
Es kann halt passieren, es passiert. Ja, ich kann halt nichts sagen, um ihn aufzumuntern, außer dass halt passiert. Irgendwann gewinnt der Nasse wieder. Es ist halt ein... Statistik ist halt ein Nummernspiel und Zahlenspiel. Wenn 100 Raids nicht reichen, muss man halt 1000 Raids machen oder so. Rein theoretisch. Ist natürlich Schwachsinn, nicht so viel Geld auszugeben. Aber rein theoretisch ist halt so. Naja, ich hoffe, bei euch lief es besser. Zumindest nach dem, was ich alles gelesen habe, lief es bei euch ganz gut. Nur sehr wenige, die echt nur einen oder gar keinen Shiny bekommen haben. Wie gesagt, falls ihr meine Ausbeute sehen wollt, checkt das wieder ab. Schaut es beim Kollegen vorbei. Scheint ein interessanter Spieler zu sein. Also einer, der auch schon ein bisschen mehr spielt. Jetzt in Zukunft zwar nicht mehr, aber in der Vergangenheit. Mich würde seine EP echt interessieren. Ah, naja, das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.